Moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Entlistete. Wir sind in der Normandie auf der Seite der Achsenmächte, denn ich hatte letzte Woche Sonntag im Stream sehr viel Spaß gehabt mit dem Panzer 3N oder wie wir ihn nannten, den Wunderpanzer. Und habe ich mir gedacht gehabt, weißt du, da können wir nochmal direkt eine Folge ihm geben. Es ist ein ja, ganz gewöhnlicher Panzer 3 mit einer kleinen Stummelkanone, aber im Stream hat der sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und falls ihr auch mal mit dabei sein wollt im Livestream, dann schaut gerne in der Infobox, dort ist mein Link auf Twitch verlinkt. Klickt den gerne an. Lasst mir gerne ein Follow da, dann bekommt ihr immer mit, wann ich dann auch dementsprechend das nächste Mal online bin. Oder ihr merkt euch einfach, sonntags ist der Entlistet-Sonntags. Da gibt es immer so um 15.30 Uhr einen Entlistet-Stream. Also schaut da gerne mal vorbei. So. Nebenbei hoffe ich, dass ihr alle gut ins neue Jahr gekommen seid. Dass es da keine Schwierigkeiten gab und ähnliches. So. Kurz mal an der Tür geklopft und gesagt, hier bin ich. Ich stehe ein bisschen ungünstig, merke ich, denn ich wackel die ganze Zeit. Das ist nicht so doll. Na gut, die Karte ist jetzt auch nicht so toll für Panzer. Muss man jetzt auch mal den Punkt geben. Warte mal, wir machen das völlig anders. Das hat so wenig Nährwert. Wir fahren mal da außen entlang. So, hier über die Schienen rüber. Ich glaube, den Kopf einziehen. So. Ach, guck an, der kam auch schon auf die Idee, wie ich, den Gegner zu flankieren. Hätte ich mal vorher auf die Karte geschaut, hätte ich es gewusst, dann wäre ich andersrum gefahren. Naja. Dann mache ich ihn jetzt die Beute streitig. Was? Der kleine Crusader rauskommt zum Spiel. Oh, da ist ein Spawn. Das ist ja toll. Hey. Komm raus, du kleiner Crusader. Ich möchte spielen. Ach, du tust es auch. Okay, das war ganz schön laut. Wo ist der Crusader? Guck mal, du parkst doch dafür. Du willst doch rauskommen. Komm schon. Okay, hat einfach den Schuss weggesteckt. Aber den nicht. Ja, so ein Schuss in den Motor, das mögen die wenigsten. Außer vielleicht russische Panzer. Die juckt das einfach nicht. So, die haben wir auch. Also im Stream zum Beispiel gab es eine Runde, da habe ich dann mitunter schon sehr aggressiv gespielt mit dem Panzer. Auch hier mit dem Panzer 3N. Das war, lasst mich lügen, ich glaube auf so einer Ardennenkarte, beherrschende Höhe oder so heißt die. Und ich hatte noch nie in der ganzen Zeit, ich spiele jetzt ein bisschen seit über einem Jahr, so viel Freiraum gehabt und konnte machen, was ich wollte. Der Gegner hat mich einfach nicht aufhalten wollen. Also die haben keine Antipanzerwaffen, keine Flugzeuge, kann nichts, kann gar nichts geschickt. Überhaupt nichts. Konnte machen, was ich wollte. Und irgendwann am Ende der Runde hatte ich dann, weiß ich nicht, ich glaube 8000 Punkte oder so. Das war eine sehr, sehr gute Runde. Wobei sich jetzt hier schon mit meiner Ungeduld aufzeigt. Denn das dauert gar nicht so lange. Ich bin nämlich, was das angeht, immer sehr ungeduldig. Und wenn ich hier einfach nur auf der Stelle rumstehe, weil hier nichts passiert, dann mache ich dumme Dinge, wie zum Beispiel auf den Gegner zufahren. Ab in die Kuppel!
Ah, schade, er ist zu weit weg. Beim nächsten Mal. Ja, ihr seht, ne? Also es kommt keiner mal auf die Idee. Ich meine, hier stehen zwei Panzer, aber keiner kommt mal auf die Idee, uns anzugreifen. Hast du gerade eine Granate geworfen? Was war das denn? Nee, ist ihm wohl die Granate aus der Hand gerutscht. Ja, dann spielen wir einfach sehr aggressiv. Und wie ich sehe, muss ich gleich schon wieder Munition nachladen. Ja, es ist immer so schön, trag den Kampf zum Gegner. Wo sind die denn alle? Oh, endlich! Warte mal, kann ich das abbrechen? Sehr schön. Ach, verdammt. Warte. Es tut Glück, dass ich die falsche Munition hatte. Jetzt hat er auch mal mitgedacht. Wieso bewege ich mich denn? Ich kann ja noch gehen. Ja, leider bewegt er sich zu schnell. Es war auch nur eine Frage der Zeit, bis der mich endlich da rausholt. Komm noch mal ein Stück nach rechts. Ah, schade, ich wollte sagen, komm mal ein Stück nach rechts gefahren. Hat auch lange gedauert, bis der mich da rausgekitzelt hat. Guck mal, wir nehmen mal hier mal eine neue Errungenschaft, hier diese, das super-duper Kampffahrzeug 7. Hat er wie was von so einem, wie bei einem Safari. So eine Safari-Tour. Und auf der rechten Seite sehen sie nichts. Guck mal, funktioniert auch als Schienenfahrzeug. Kann ich das jetzt hier parken? Ist das noch nah genug? Ja, ist egal, wir wollen eh nur hier parken. Aussteigen! Ach, siehst du, ich muss diesen Squad noch überarbeiten. Huch! Ist ja. Junge, Junge, Junge. Ich finde es gut, dass der Gegner endlich mitspielt. Die sind auch mal aufgewacht. Die hatten wahrscheinlich alle noch so. Alle noch verkatert hier, wa? Die gehören nicht zu mir. Aussteigen. Taka, 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 taka. Finde ich sehr gut, dass sie jetzt endlich auch mal mitspielen und uns jetzt den Punkt abgenommen haben. Ich hatte nämlich schon die Befürchtung gehabt, dass das eine sehr kurze Runde werden könnte. Obwohl eigentlich kurze Runden gut wären für den Algorithmus, denn laut YouTube werden am liebsten kurze Videos geguckt. Oh, hi. Die irgendwie nicht länger als 15 Minuten sind. Aber das trifft ja Gott sei Dank nicht auf jeden zu. Au. Ich gehöre zum Beispiel nicht dazu. Alles, was so circa eine halbe Stunde geht, ist gut. Mensch, jetzt. Kommissar, willst du mich jetzt veräppeln? Ja, ja, lass ich ja nicht. Ich guck mal, ich bin ja schon tatkräftig dabei. Ich mache ja schon Dinge. Naja, spiegelt sich halt immer in der Wiedergabezeit der Videos fest, ne? Also, wichtig für die Videos sind halt zum Beispiel, dass die Wiedergabezeit sehr lang ist und dass die Zuschauer, also sprich ihr, dementsprechend,
ja, weitere Videos auf dem Kanal mitunter anschaut, also direkt mehrere Videos hintereinander weg, dann merkt YouTube das und merkt dann, ah, okay, das Video wird halt sehr gut angeklickt und da kann man gut Werbung schalten. Zwar jetzt nicht bei mir, es sei denn, YouTube macht das von sich aus, da habe ich jetzt keinen Einfluss drauf. Naja, und so in der Richtung funktioniert halt dieser Algorithmus. Deswegen ist es halt auch für kleinere Kanäle immer schwer, auf YouTube zu wachsen. Oh, die bringen Panzer. Schnell, wir brauchen Bummacher. Verdammt. Bummacher, Feuer. Alter, sind euch auch gerade die Ohren abgefallen? Naja, aber so wie gesagt, so in der Richtung funktioniert das halt, ne? Deswegen gibt es halt auch sehr, 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 sehr viele YouTube-Kanäle, die halt in der, wie sagt man, Versenkung halt sind, so wie ich zum Beispiel dann halt auch. Und die sehr, sehr guten Content machen. Aber egal, andere Geschichte. Da kann man mal miteinander mal drüber reden. Jetzt geht's hier weiter mit dem Wunderpanzer. Ich glaube, so nenne ich auch die Folge, der Wunderpanzer. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr drauf, wie wir kamen, der Wunderpanzer. Ich glaube, jemand im Chat hatte das geschrieben. Also der Name kam nicht von mir. Oder doch? Ich weiß es nicht. Kurz auf die Zone switchen. So, dann thronen wir hier oben am besten, oder? Wo passieren denn jetzt hier Dinge? Okay, die sind weit weg. Da sind Dinge. Okay. Besser. Oh, da kommt er. Schade. Hat nicht ganz gesessen. Wollte er mir meinen Abschuss klauen? Aber danke fürs Backup. Der Panzer macht schon Spaß. Ach, da oben. Hi, wie geht's? Na, da kann ich nicht zwischenschießen, oder? Kann ich doch. Warum kommt ein Flugzeug? Oh, warte, da ist es doch. Nicht genügend Schaden ausgeteilt. Ja, ich denke mal, wir haben die Situation ganz gut unter Kontrolle. Was könnte mal jemand kurz aussteigen, den Panzer reparieren? Ich weiß nicht, was daran kaputt ist, aber... Gar nichts. Ach, hier. Kette. Ja, ich sehe schon, der klassische Fehler bei der Kette. So, einsteigen. Also eigentlich ist das ja die perfekte Position hier oben. Nur ist es halt zu langweilig. Deswegen fahren wir jetzt runter in den Nahkampf.
wenn ich irgendwie durchkomme. Hey, dich habe ich nicht gesehen. Das ist frech. Dass der ist von eben gerade, den ich weggeschossen hatte. Wir werden es gleich feststellen. Hätte sich vielleicht nicht so seitlich zu mir hinstellen sollen. Das war mitunter keine gute Idee, möchte ich mal meinen. Aber es gibt immer noch kein Schadensmodell für Fahrzeuge, ne? Ich verstehe das nicht, warum die das nicht einfach aus War Thunder implementieren. Ich meine, War Thunder hat so ein gutes Schadensmodell. Dürfte nun auch kein Hexenwerk sein. Yes! Oh, Granate. Obwohl ich wahrscheinlich einer der wenigen bin, der rumschreit und nach ein Schadensmodell für Fahrzeuge ruft. Ebenso wie Flugzeuge. Hatten wir auch kein Schadensmodell. Warte kurz. Wo ist denn mein Dude? Was machst du denn da vorne? Taka, 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 taka. Warte kurz. Gut, dass ich so viel Munition dabei habe. Schon gewundert, warum ich keinen aufhalten will. Na komm, ich bring mal hier den kleinen Sattelschlepper mit. Ja, lass dir mal den Punkt einnehmen, dann haben wir noch ein bisschen länger was davon. Die Runde macht nämlich Spaß. Ah, sehr gut. Namen respawn. Okay, ja, ja. Ich fahre mal woanders. Oh, dieses Quietschen ist echt eklig. Ich reagiere allergisch auf hochfrequente Töne. Ach komm, wir brauchen nicht parken. Das Ding stellen wir einfach hier ab. Passt doch. Noch eine Smoke und dann sieht's keiner. So. Das war doch eine Smoke, oder? Ja. Nicht, dass das Phosphor war. Hier? Muss das so qualmen? Sieht nicht annähernd gesund aus. Na mal, könnt ihr nicht einfach mal hinter mir herlaufen? Müsst ihr immer durch die Fenster springen? Was ist denn nur los mit euch? Puff. Puff. Du bist erledigt. Okay, es kommt wohl keiner mehr. Da hinten kommen Dinge. Na, schade, geht nicht. Mal diese mannshohen Kisten. Heilige Scheiße, hat der sich Zeit gelassen. Ah, diese Sprüche, ey. Der Feind will den Kontrollpunkt einnehmen. Ja, lass ihn ruhig. Ich hab meinen Spaß. Au!
ist sie jetzt gelandet? Naja. Ach, daneben geschossen. Auch schon alle weg. Okay, ich höre noch einen Panzer. Ah, schade, ich habe nichts mehr gegeben. Doch, ich habe noch eine Mine. Wo ist der Panzer? Spawn auf der linken Seite. Einige auf der Seite. Ja, lass sie ruhig mal einnehmen. Da ist der Panzer. Wo genau? Ach verdammt. Ja gut, hätte eh nicht geklappt. Ich wollte noch hinter ihnen herrennen und dann eine Mine hinlegen, aber das sah nicht mehr danach aus, als hätte der großartig Bock gehabt, sich zu bewegen. Vielleicht nehmen sie den Punkt ja noch ein auf die Schnelle. Das wäre ganz cool. Leute, lasst sie den Punkt einnehmen. Was ist denn das Ding? Stand doch irgendwo da. Naja. Au! Oh. Ups. Jetzt war ich so darauf fokussiert, diesen M13 hier vorne irgendwo zu suchen, dass ich gar nicht mitbekomme, dass Bomben auf hier runterfallen. Das war natürlich sehr gut. Lasst sie cappen! Lasst sie cappen! Lasst sie cappen! Mein Team hat irgendwie andere Ansprüche. Okay, die haben noch 35 Sekunden Zeit zu cappen. Ich behaupte mal, das wird nichts mehr. Da hinten ist jetzt ein Panzer. Wo ist der hin? Wusst, das hat er einfach so weggesteckt. Wild. Ach nö. Na gut. Aber es war eine sehr coole Runde. Die hat echt Spaß gemacht. Gerne mehr davon. Ja, und der Wunderpanzer hat auch wunderbar performt. So sollte das sein. Ja, Platz 2. Bin ich mit voll zufrieden. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Dann lasst doch ganz gerne einen Daumen nach oben da. Und wie gesagt, wenn ihr mal mit dabei sein wollt bei einem Livestream, dann schaut gerne in die Infobox. Dort ist der Link zu finden. Und dann sehen wir uns vielleicht auch mal live bei einer Runde entlistet. Ich bin raus. Macht es gut. Ciao.